Ja, hallo liebe Leute, da ich den Kanal Atlantis Art habe, kam ich nicht umhin, hier auf die Insel Helgoland zu fahren. Und das hat folgende Bewandtnis, denn hier kann man Folgendes lesen. Die Sage erzählt sich gut, aber die Wahrheit der Meer ist leider nicht nachweisbar. 50 Stadien, 9,2 Kilometer nordöstlich von Helgoland, also in Sichtweite der Insel, soll im Jahr 1200 vor Christus die Königsinsel Atlantis mit Mann und Maus im Meer versunken sein. Tatsächlich findet sich in dieser Entfernung 20 Meter unter dem Meeresspiegel ein niedriger, von einem Steinwall umgebener und mit rotem, weißem und schwarzem Gestein bedeckter Hügel. Taucher fanden hier 1953 sogar Siedlungsreste, aber nichts erklärt, dass hier einmal Atlantis stand und ob es diese Insel der Könige je gegeben hat. So spricht man denn auch heute von einer Helgoland-Atlantis-Spekulation, an die nur Einzelne glauben. Die Kupferfunde vor Helgoland lassen diese Theorie aber nicht völlig unbegründet erscheinen. Es bleibt in jedem Fall aber eine hübsche Geschichte, so wie es eine hübsche Geschichte ist, dass es den Kanal Atlantis Art gibt. Und so möchte ich mich jetzt mit diesem Teil hier verabschieden erst einmal. Und dann seht ihr bald wieder was Neues. Und vor allen Dingen werden wir zu neuen Abenteuern auch in der Trickfilmreihe aufbrechen. Aber das kommt dann, wenn Helgoland abgeschlossen ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Teil.